Ja, it's a trap, ne? Und unser Gefängnis hat jetzt schon 3 Insassen. Nee. Wir springen dran vorbei. The Real Panzer und Torben aus dem Norden hat ein bisschen Weltraumkrankheit sich eingefangen. Hier haben wir Erze und ein verlassenes Schiff. Hier haben wir Edelmetalle. Hier haben wir eine Forschungsstation und eine Basis. Hier hätten wir noch ein verlassenes Schiff. Ja Mensch, dann nehmen wir doch das verlassene Schiff. Das liegt ja quasi auf dem Weg. Das ist ja super. Ja, ja. So, wir nehmen dieses verlassene Schiff. Oh, nur ein kleines. Dann setzen wir uns mal auf diese Seite. Und warum sind wir noch auf? Wir sind nicht mehr auf Gefechtsstationen. Okay. Frau Höhne, The Real Ass Kicker, Squab und Chommy. Direktbefehl rein. Wir würfeln mal wild durcheinander. Und gucken mal, was hier auf uns wartet. Aliens, schätze ich. Richtig geraten. Aber auch eine Verseuchung des Ganzen. Sehr gut. Einmal hier Türen aufmachen. Einmal da Türen aufmachen. Einmal hier hingehen. Und einmal... Nee. Oh. Das mit dem Feuer hat gut funktioniert. Und das mit dem Ausweichen auch einigermaßen. Aber wir haben ein bisschen aufs Maul gekriegt. Aber nur ein bisschen. Ich habe einfach mal Wildgranaten gestartet. Das war vielleicht ein bisschen voreilig, aber so war das jetzt. Und so können wir hier einfach mal auf... Achso, da liegen Daten. Ich dachte, da hängt jemand an der Wand. So sah es kurz aus. Frau Höhne, einmal hierhin bitte. So, alle... Oh, da kann man... Flammenwerfer. Gut. So, wir können hier den Gegenstand... Datenlog aufheben, jawohl. Und wir erkunden mal hier. Ich glaube, wir haben alle Aliens ausgeschaltet. Dann können wir das hier auseinandernehmen. Frau Höhne ist ein bisschen... Die kann schon mal vorzeitig ins Schiff zurückkehren. Finde ich. Alles klar, alle abwählen. Und wir machen hier... Alles transferieren. Jawohl. Und alles auseinanderbauen. Jawohl. Haben wir hier irgendwo jemanden, den wir retten können? Nö. Leider nicht. Dann machen wir mal hier auf schnell. Und nehmen das hier auseinander. So, was ist hier? Oh, das Lager ist voll. Was haben wir hier für Regeln? Oh, da ist der Treibstoff drin. Ja, richtig. Von dem wir so wahnsinnig viel haben. Ich erinnere mich. Ja, das Lager, dass das voll ist, ist völlig okay. Ja, und wir sind nicht mehr logistisch überfordert. Wir haben genug Logistikroboter, die uns hier einiges an Arbeit abnehmen, weil ich eben welche... High Risk, High Gain, Sioga hat das eben noch geschrieben. Das habe ich gar nicht so schnell gesehen bei den Piraten. Aber da weiß ich nicht, ob das High Risk, High Gain ist. Hm.
Das hier hat mir gefallen. Das hat relativ gut funktioniert. Unser Eingreiftrupp hier mit den Zusatzwaffen ist ganz schön schlagkräftig. Aber ich würde mir noch jemanden, würde mir gerne ein komplettes zweites Away-Team wünschen, wenn nicht sogar ein drittes. Ja, und da haben wir jetzt auch fast schon hier alles auseinandergebaut. Wir können überlegen, was brauche ich für einen dritten. Wir brauchen 3 Energie, 6 Tech-Blöcke. 2 Systempunkte. Ja. Ich glaube, das machen wir, dass wir hier Stromerzeugung hinsetzen. So. Ja. Ja. Oder nein, ich hatte das doch eben schon gesagt, dass es sinnvoll ist, wenn wir Stromerzeugung hier hinten hinsetzen, oder? Ja. Wir bauen mal hier und hier hinten machen wir einfach mal Logistik aus, dass der Generator leer läuft und dann werden wir auf jeden Fall Lebenserhaltung einmal hier noch eine Kühleinheit machen und Einrichtung machen wir ein Wandlicht hierhin, dass hier vorne alles erhellt wird. Dann überlege ich mir noch, was wir hier machen mit irgendwelchen Wänden oder so. Eintreffendes Schiff, Handelsföderation, okay. Das Schiff haben wir auseinandergenommen. Auf die Handelsföderation. Will ich noch auf die Handelsföderation warten? Eigentlich nicht. Aber ich möchte eigentlich darauf warten, dass das hier gebaut ist. Ja, wir könnten mit der Handelsföderation Handel treiben. Das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir das machen. Weil wir brauchen Chemierohstoffe, wir brauchen Metalle. Ja. Wir brauchen einiges an Rohstoffen und wir können auch noch mal ein bisschen mehr Waffen verkaufen und ja. So, dann gucken wir mal. Handel. Laserpistole, Schrotflinte, MP. Schrotflinte ist eigentlich nichts, was ich generell einsetzen möchte. Pistole, weiß ich nicht. Einfaches Zielfernrohr will ich eigentlich auch nicht. Wir haben 20 Rumpfblöcke. Das reicht mir fast sogar. Wir haben ein bisschen Schutt. Der klumpt eigentlich nur unser Lager zu. Also da, ich meine, da, das kann man verarbeiten, aber muss man jetzt auch nicht. Energium ist bei denen teuer, aber ist mir fast sogar ein bisschen egal. Unedle Metalle. Ich möchte unedle Metalle kaufen. Betäubungsgewehr möchte ich eigentlich nicht kaufen. Ja, und das Energium. Zack. Dankeschön. Das andere Schiff. Handel. Pistolen. Kann ich eigentlich herstellen auch. Wir verkaufen mal 2. Auch nochmal 2 Pistolen. Dann haben wir 2 auf Tasche. Das reicht. Wir verkaufen hier auch nochmal Schutt. So viel, wie sie nehmen. Weichblöcke. Achso. Da kaufen sie nur einen von. Den anderen können wir Weichblöcke verkaufen. Energium könnten wir noch nehmen. Habt ihr interessante Rohstoffe? Wie sieht es bei unserem Kohlenstoff aus? Wir haben 9 Kohlenstoff. Keine Ressourcen, die wir haben wollen. Energium hätte ich gerne. Kommt 2 Energiestäbe. Brauchen wir Wasser? Annehmen. Anderes Schiff. Handel, nee, verkauft ihr, nee, kauft ihr, ihr kauft keine Weichblöcke, alles klar. Will ich noch was anderes verkaufen? Eigentlich nicht. Ich will von denen hier, möchte ich noch Weichblöcke verkaufen, weil wir da so viele von haben. Achso, ihr hattet nur einen gekauft. Verdammt. Ich verkaufe euch Weichschrott. Weil wir haben so viele Weichblöcke. Rumpfblöcke möchte ich jetzt eigentlich nicht verkaufen. Und das war's. Komm, nee. Ja doch. 2 Energieblöcke.
Salo Groß, schönen guten Abend. So. Hattet ihr Missionen? Nö. Alles klar, wir schließen diese Handel, die wir da gemacht haben, ab. Ich würde gerne ein bisschen Biomasse verkaufen. Wir könnten nochmal einen Ort finden, wo noch ein Komposter hin kann. Da ist gebaut, sehr gut. Wie viel ist hier noch drin? Da sind noch 0,7, 0,6. Ja, der verbraucht jetzt langsam seinen letzten Energiestab und dann können wir das Ding hier abbauen. Jetzt genug Stromerzeugung, das ist sehr gut. Eintreffende Schiffe, Handelsföderation, ja, auf die warten wir jetzt nicht mehr. Ich gebe dem hier mal Demontieren-Befehl und wir starten unsere Motoren. Handel ist abgeschlossen, wir fliegen zum nächsten Punkt. Achso, jetzt baut er den schon auseinander. Ja, egal. Wir sind bereit, springen und einmal hier den langen Weg und wir kundschaften dieses hier aus. Und da haben wir direkt Energium. Springen. Und kein Ereignis. Kein Ereignis. Wunderbar. Ray McCooney und Duddle Nation der Zweite haben ein bisschen Weltraumkrankheit sich eingefangen. Was haben wir hier als Ereignis? Basis der Sklavenhändlergilde finden. Nee. Die schießen ja nur auf mich. Okay, da ist interessant, Energium abzubauen. Und wir haben hier ein verlassenes Schiff. Wir gehen erstmal noch so ein bisschen hier durch die Gegend springen. Wir hätten hier Wasser. Mhm. Wir hätten da auch Wasser. Das hier sind längere, aber da haben wir ein Subsystem. Oh, sehr gut. Dann springen wir mal hier hin. Wir haben noch 7. Missionsziel abgeschlossen. Mache alle Sektoren im System sichtbar. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen da oben hin, oder was? Achso, nee. 1 von 3. Wir müssen hier noch das Subsystem erkundschaften. Hier haben wir nämlich ein größeres Subsystem, wie es aussieht. Und hier haben wir direkt Piraten. Na denn. Das ist ja spannend. Wir haben noch 3 Sprünge. Wir springen mal ein bisschen weiter. Hier oben haben wir Militärallianz und Cult from New Haven. Okay. Ja, würde ich mal sagen, wir parken erstmal hier und überlegen, während wir hier anfangen, mal Ressourcen einzusammeln. Feindbots nähern sich und wir haben... Nee, ich möchte bitte all das hier auswählen. Jawohl. Dann nähert euch doch mal. Wir machen auf ganz schnell... Mikrometeoriteneinschlag bevorstehend. Gut, wir haben Schilde. Das hier ist auch keine Sirenenwelt. Ja, es kann hier ruhig... Ja, Fahrzeug von Mikrometeoriten getroffen. Hm. Feindbots entdeckt. Wo sind sie denn? Da unten sind sie und wir haben das Potenzial. Ja, nicht nur das Potenzial haben wir. Wir werden wahrscheinlich geentert werden. 9. Nee, Armekuni und Zarazani. Direktbefehl. Versammelt euch mal hier. Oder ihr könnt euch auch in der Küche aufhalten, finde ich. Ihr könnt euch mal in der Küche aufhalten. Dass wir hier... Warum befehligt ihr nur 2 Abwehrkanonen? Hat Fun Hunter 3 Abwehrkanonen unter seiner Kontrolle und du befehligst nur eine? Das ist ja ein bisschen doof. So, da kommt das an. Wir nehmen mal Frau Höhne... Wir nehmen mal hier unser Team hier hin und teilen mal so ein bisschen auf. Einmal dahin, einmal hinknien, einmal in diese Richtung gucken. Sehr gut. Und Squab dahin.
Du dahin, Chommi, Frau Höhne. Dahin. Jawohl. Und ihr drei alle einmal knien hinter die Abwehrsachen. Und dann wird hier weiter geschossen. Der setzt seine Leute ab. Und ja, da kommen jetzt Roboter rein. Und alle Mann bitte... Oha. Alle bitte auf den... Auf den... Jawohl. Alle auf den Laufroboter. Sehr gut. Das hätten wir geschafft. Zarazani. Mach mal hier eine Abwehrkanone, bitte. Ray McCooney. Direktbefehl, mach mal hier. Achso, du hast keine Abwehrkanone. Inventar. Abwehrkanone 0. Ah, okay. Dann müssen wir wieder eine Abwehrkanone bauen, ne? Wo ist denn meine Herstellbank? Roboterwerkbank, Logistikroboter. Da. Blind. Ich brauche mal 4 Abwehrkanonen. Dass wir die Leute wieder auf ausstatten können. Und wir sollten jetzt auch alle. Ja. Wir sollten jetzt auch alle Bedrohungen hier ausgeschaltet haben. Was ist hier? Logistik, Edelmetalle. Das sollte jetzt auch gleich weggehen. Logistik, Edelmetalle. Warum ist das rot? Achso, weil jemand einen Roboter kaputtgeschossen hat. Kann das sein? Kann eigentlich nicht sein. Wir haben überall Roboter. Ja, jetzt ist es auch wieder weg. Okay. Hier kommen ganz viele Schiffe rein. Wir bauen hier erstmal alles an den Asteroiden weiter ab. Wir haben 4 Hangare. Wir könnten uns einen 5. hier hinsetzen. Das kostet uns aber... Nee, Systempunkt kostet es uns nur, wenn wir einen Abfangjäger bauen. Und da sind Schiffe eingetroffen. Einmal hier Cult from New Haven. Da können wir mal Handel mit treiben. Wir könnten denen Dinge verticken, bestimmt. Auf jeden Fall Weichblöcke, weil da haben wir viele von. Und Biomasse. Ja. Bis der Arzt kommt. Habt ihr Chemierohstoff? Habt ihr nicht? Habt ihr andere Sachen, die wir haben wollen? Wir haben jetzt genug Energium wieder. Das könnte noch ein bisschen mehr sein. Brauchen wir sonst noch was? Eigentlich fast nicht. Tech-Blöcke wären vielleicht ganz gut. Energiezellen eventuell. Edelmetalle. Kaufen mal ein paar Edelmetalle, also ein paar Rohstoffe, weil wir dann Sachen selber herstellen können. Und ich kaufe ein Energium. Gut. Militärallianz. Das ist doch Militärallianz, ne? Ja, Militärallianz. Handeln. Früchte. Wir haben 32 Früchte. Wir verkaufen euch mal 2 Früchte. Nicht allzu viel Früchte verkaufen. Fasern will ich nicht verkaufen. Weichblöcke. 5. Kauft ihr? Nee, ihr kauft nichts, aber ich vertick euch Schrott. Stahlplatten sind mir zu teuer. Ich habe auch genug Stahlplatten. Ich würde vielleicht einen Tech-Block kaufen. Vielleicht. Ihr habt Eis. Ihr habt Eis. Ich habe 25 Eis, aber ich brauche kein Eis tatsächlich. Ihr habt sonst keine Rohstoffe. Ich kaufe mal einen Tech-Block und ein Energium von euch. Und der anderen... Oh, euch kann ich Biomasse verticken.
Weichblöcke. Jawohl. Will ich was von euch? Könnte auch Eis kaufen. Nee. Aber von denen würde ich jetzt nochmal... Da würde ich nochmal Schutt verticken wollen. Schutt-Rumpfblöcke bin ich eigentlich zufrieden mit. Und ich will immer noch nichts kaufen. Gut. Und wir können hier mal... Ja, den Schutt will ich jetzt nicht einsammeln. Aber hier ist Trümmer. Von Feindbots und wir treiben Handel. Sehr gut. Und dann erkunden wir weiter. Frank, schönen guten Abend. So. Asteroiden sind gleich durch.